kein Kater, kein Hannibal, kein Plato und nichts von den Bakterien. Das Feuer wird böser, die Hitze, die wird größer, jetzt haben wir Hitzeferien. Das Feuer ist Passhaus, die Feuerwehr im Gasthaus, die löscht dort ihren Durst. Jetzt sind wir verloren, schreien unsere Professoren, doch uns ist das singen alle jetzt im Chor. Hurra! Die Schule brennt, das kommt nicht nur im Kino vor. Das ganze Schulhaus steht in Flammen, die Direktion ist in Gefahr. Die Schule brennt, hurra! Die Schule brennt, hurra! Und unsere Feuerwehr ist noch nicht da. Wisst ihr, was der Blaumeier dieser Kulturbremser beim Birex wieder ausgespuckt hat? Nein, was denn? Bestimmt wieder eine Schweinerei. Er will dafür sorgen, dass wir geschlossen beim Vorabitur auf die Schnauze fallen. Was? Aber zuerst fällt der auf die Schnauze. Darf ich um etwas Lärm bitten? Oh, Verzeihung. Niedner! Sie haben mir ein Bein gestellt. Nein, Herr Professor, ich habe nur meinen Bleistift aufgehoben, weil er zu Boden gefallen war. Blödsinn. Was soll das heißen? Achtung, Seitenflügel der Tafel nicht öffnen. Quatsch! Davon, wenn man eine Warnung nicht beachtet. Das wird sie teuer zu stehen kommen. Ja, der blöde Hunde hat man hier zu unterrichten. Geh mal auf die Außerstunde jetzt. Was hat das zu bedeuten? Fragen Sie doch Herrn Professor Blaumeier. Ja. Was hat das zu bedeuten? Wir lassen uns nicht beleidigen. Schaut uns blöde Hunde an. Sein Skandal! Ja. Wo sitzen unsere besten Leute? In der Regierung natürlich, Herr Ministerialdirektor. Wie kommen Sie denn darauf? Ja, ich dachte nur. Nein. Im Parlament? Auch nicht. Wo denn? An der Zwergschule in Tuttelbach. Tuttelbach heißt der Mann. Wie geschaffen, dem Bildungsnotstand abzuhelfen. Also, jetzt passt mal auf. Wie viel ist 2 und 2? Brigitte? 2. Brigitte, 2 und 2. Ist 3. Schau mal, hier sind 2 und hier sind 2. Das macht zusammen. Na? 3. Brigitte, 4. Was? So viel? Ja, ist unheimlich viel. Also ist was anderes. Fritz, hör mal zu. Dein Vater hat eine Kuh, die gibt täglich, na sagen wir, 8 Liter Milch. Hm? Wie viel Liter Milch sind das in 10 Tagen? Mein Vater hat keine Kuh. So, Josef? Ich habe keinen Vater. Mariechen? Unsere Kühe geben zurzeit überhaupt keine Milch mehr. Na wunderbar, dann brauchen wir ja gar nicht mehr weiterzurechnen. Mal sehen, was unser Lateinschüler hier macht. Wie weit bist du, Jan? Ich bin fast fertig. Womit? Moment, das wollen wir erst einmal hier sehen. Welcher edeldenkende Herr möchte meinem einsamen Leben ein Ende bereiten? Bin 25 blond und sonnig. Sag ich mal, das ist die Lateinarbeit, hm? Ich finde Heiratsanzeigen viel interessanter. Ja? Na ja, einer von uns beiden muss sich ja drum kümmern. Sehen Sie mal diese Personalakte an. Dr. Viel und Dr. Rehanat Peter Bach. Examiner summa cum laude. Absurd. Und wohin stecken Sie diese hochqualifizierte Lehrkraft? Nach Tuttelbach.
Ja, es muss ein Irrtum sein. Ich meine, ich weiß gar nicht, wieso ein Irrtum, wieso sich dieser Dr. Bach das überhaupt hat gefallen lassen. Wir zwei verstehen uns gut. Wir zwei sind gute Kameraden. Wir haben frohen Mut und schmeißen zusammen den Laden. Bin nicht mal heißer. Sing ich für dich, ole, ole, ole. Sing ich mal leiser, la, 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 la. Sing ich für dich. Wir zwei verstehen uns gut. Wir haben Musik im Blut. Ja, wir zwei, ja, wir zwei, ja, wir zwei. Wir sind so frei, verstehen uns gut. So, Kinder, kommt alle her und setzt euch da hinüber. Macht es euch bequem. Ja, ja. Und zeichnet irgendwas Hübsches. Auf ein was denn, Herr Lehrer? Na, was ihr wollt. Dann zeichne ich Sie, Herr Lehrer. Prima, ich gehe in der Zwischenzeit ein bisschen angehen. Aber Kinder, pst, ruhig, sonst beißen Sie nicht. Ach, schau her, das hast du aber nett gemacht, Stefan. Wirklich sehr, sehr gut gezeichnet. Das bin wohl ich. Ja, beim Fischen. Ah, der Karli, ja, was hast du? Das sind Sie auch, Herr Lehrer, beim Saufen. Hä? Wir zwei verstehen uns gut. Wir zwei sind gute Kameraden. Wir haben frohen Mut. Und schmeißen, hoppala, zusammen den Laden. Wir zwei verstehen uns gut. Wir haben all Wein im Blut. Ja, ja, wir zwei, ja, ja, wir zwei, ja, wir zwei. Wir sind so voll, so frei. Verstehen uns gut. Willst du Gassi gehen? Na komm, geh. Geh deinen Weg, jeder geht ihn ganz allein.
an, Jan. Wieder nichts. Frühstück! Ja! Da, das schenke ich dir. Gratuliere zum Geburtstag, Peter! Ja, Jan, vielen, vielen Dank. Du sag mal, das ist diese herrlichen Blinker und dann diese Wobbler, mit denen wollte ich schon immer. Na, du bist ja verrückt, so viel Geld für mich auszugeben. Ich will ja auch damit fischen. Aha. Das ist was anderes. Lass dich mal anschauen. Ja, Junge, Junge, bist du aber elegant. Extra für dich. Und dann ohne Hemd, der letzte Schrei. Hm? Wir haben keine Hemden mehr. Ha? Frau Hemmel hat die Wäsche nicht gebracht. Wieso? Das kommt davon, wenn man auf fremde Weiber angewiesen ist. Ja, also mein lieber Jan, auf so kleine Bequemlichkeiten müssen wir eben verzichten, wenn wir unsere Ruhe haben wollen. Wenn du verheiratet wärst, hätten wir es viel bequemer. Ja, das ist schon möglich, aber bis jetzt habe ich noch keine gefunden, die da in Frage gekommen wäre. Auf die Dauer jedenfalls. Du stellst dich da zu dumm an. Ich habe schon ein paar gesehen, die ich gern geheiratet hätte. Ja? Und außerdem hier ein paar sehr verlockende Angebote. Hier zum Beispiel, suche Ehemann für meine junge, bezaubernde Schwester mit viel Geld, viel Herz und viel Geduld. Habe ich nicht. Siehst du, wenn wir jetzt eine Frau hätten, hätte die sich die Finger verbrannt. Mensch, prima. 30, 35, 40. Jetzt hör auf, Karli. Kinder, na, also so eine Überraschung, die vielen herrlichen Sachen. Ich werde verrückt. Meine Lieblingswürste und die Gans. Ja, na, also ich danke euch vielmals. Ich danke euch vielmals. Aber irgendwas müssen wir ja auch lernen. Es ist heute sehr heiß, Herr Lehrer. Über 40 Grad. Ja. Da muss ich mal aufs Thermometer schauen. Augenblick. Tatsächlich 40 Grad. Ja, was machen wir denn da? So ein Pech. Hm? Ich fürchte, da werden wir heute mal hitzefrei machen. Ja! Also los, ab die Post, verschwindet! Und ich lasse mich bei euren Eltern vielmals für die schönen Sachen bedanken. Bitte sehr. Danke, bitte warten Sie hier. Jawohl. Guten Morgen. Ich spreche mit Dr. Bach. Ja, entschuldigen Sie, aber bitte lassen Sie doch die Doktoris weg. Kommen Sie weiter. Wollen Sie nicht auch bedienen? Nein, danke. Bitte nehmen Sie doch Platz. Ich bin ganz. Oh, die ganze. Ja, entschuldigen Sie. So. Kann ich Ihnen wirklich nichts aufwarten? Nein, danke. Vorsicht, Vorsicht, der Fußboden. Der ist 250 Jahre alt. Das brennt hier alles wie Zunder. Also ich sehe mit Entsetzen, unter welch verheerenden Umständen hier unterrichtet wird. Wie ist denn das überhaupt möglich? Da müssen Sie mal das Ministerium fragen. Da liegen seit 1926 die Pläne für einen Schulhausneubau. Das ist ein Skandal. Aber diese Kacke unternehmen ja nichts. Also diese letzte Bemerkung möchte ich überhört haben, Herr Dr. Bach. Ich bin Ministerialdirektor von Schnau, Kultusministerium Baden-Württemberg. Oje. Die schönen Tage in Aranjuez sind nun zu Ende. Aranjuez? Nein, ich meine hier von Titteltatteltuttelbach. Ja, aber das Zitat passt leider Gottes sehr gut zur Situation. Oh ja, geh Jan, sei so gut. Führ doch mal unsere ganz klasse Gasse, ja? Mhm. So, komm, jetzt gehen wir in die frische Luft. Also,
Man wird Ihnen ohne Zögern den Gebühren den Platz. Also offen gestanden, ich würde lieber in Turtelbach bleiben. Herr Dr. Dr. Bach, es ist einfach unmöglich, dass unsere Spitzenkräfte auf dem Dorfe, wie soll ich sagen? Vergammeln. Das ist Ihre Formulierung, Herr Kollege. So, bringst du. Haben Sie Feuer, Herr Doktor? Feuer? Ja, für meinen Zigarren. Ach so, ja, bitte. Zieht sie? Danke. Danke, ne? Hey, jetzt fängt es auch noch an zu regnen, aber es sind nur ein paar Schritte. Bitte kommen Sie. Sie werden ab sofort einen Ihren hohen Fähigkeiten entsprechenden Wirkungskreis zugewiesen bekommen. Scheinbar muss ich mich da fügen. Ich würde sagen, anscheinend. Ja, aber ich komme nicht allein. Wieso, sind Sie verheiratet? Leider noch nicht. Ja, das ist mein Neffe, den habe ich bis jetzt in Turtelbach unterrichtet. Ja, was mache ich mit dem? Den müsste ich mitnehmen. Mit dem steht nichts im Wege, wenn er die Aufnahmeprüfung ins Gymnasium besteht. Verzeihung, Herr Ministerialdirektor, aber die Zigarre, ich weiß nicht, die riecht so eigenartig, um nicht zu sagen, sie stinkt. Wieso, das Stück kostet 80 Pfennige. Onkel Peter! Bist du ruhig, wenn Große reden? Ja, aber die Schule, die... Ist doch jetzt unwichtig. Bitte dann nicht. Also, was ist los? Schieß los. Die Schule brennt! Die brennt ja wirklich. Herr Ministerialdirektor, diesen Brand haben Sie gelegt. Was denn mit meiner Zigarre? Ja, ja, ist aber sehr verdienstvoll. Vielleicht können Sie auch andernorts tätig werden. Ich kenne da ein paar Schulen, die warten direkt auf Ihren Besuch. Bitte, darf ich was fragen? Bitte, mein Junge. Soll ich die Feuerwehr holen? Ja, was meinen Sie, Dr. Bach? Na ja, bitte, es ist wohl allgemein üblich, also hau ab. Ich sause. Gegenüberspritzen. Nicht nur im Kino vor. Das ganze Schulhaus steht in Flammen. Die Direktion ist in Gefahr. Die Schule brennt. Die Schule brennt. Und unser Kindertraum ist endlich wahr. Man sollte sämtliche Pennen einfach anzünden. Jeden Tag eine andere Katastrophe. Was ist denn nun schon wieder los? Ach, schon wieder übernimmt ein neuer Stier unsere Klasse. Was? Wirklich? Wir wechseln die Pauke wie Heinrich der Achte die Frauen. Die Knatzerowa kommt. Sie hat das Häkelkleid an. Hast du den Ventilator dabei, Pepe? Ja, klar. Prima. Setz euch hin. Guten Morgen. Guten Morgen. Bitte setzen Sie sich. Bitte sehr schön fleißig mitarbeiten. Wir haben in der letzten Stunde über die Werbung im Tierreich gesprochen und sind bis zu den Duftmarken der Säugetiere gelangt. Was schauen Sie mich so merkwürdig an, Yvonne? Sie haben wieder das wunderschöne Kleid an, Frau Doktor. Ja. Häkeln Sie sich doch selber eines, wenn es Ihnen so gut gefällt. Ist das nicht sehr schwer? Überhaupt nicht. Sie fertigen einfach einen Vorderteil an und einen Rückenteil, je aus einem laufenden Faden bestehend, und heften beide Teile zusammen. Also, in vielen Fällen sind diese Duftmarken besonders wichtig, da gewisse Männchen sich nicht nur mit einem Weibchen begnügen, sondern gleich eine ganze Schar wollen. Ja, ja, das kennt man. Um sich gegen die Geschlechtsgenossen durchzusetzen, kennt das Prahlen und das Imponiergehabe der Männchen oftmals keine Grenzen. Ja, zum Beispiel Mercedes 600. Nietnagel, wann werden Sie endlich Ihre Albernheiten an den Nagel hängen? Ich bin immer so abgelenkt, wenn es so schwül ist. So? Es ist heute schwül? Ja, ja, sehr furchtbar. Könnte ich einen Ventilator anstellen? Dann könnten wir alle besser denken. Na also bitte, meinetwegen. Bekannt sind in diesem Zusammenhang die Balzzeremonien der Vögel, über die wir ja bereits schon in der vorigen Stunde gesprochen haben. Vielfach richten sich die Schaustellungen und Kraftäußerungen, die der Einschüchterung des Lebewuhlers dienen, mit anderer Zielsetzung auch an die Adresse des oder der Weibchen. Diese müssen oft bei den höheren Arten durch einen erstaunlichen Aufwand an Werbekünsten gewonnen werden. Bitte können Sie mir erklären, warum Sie dauernd an die Decke schauen? Eine Spinne. Ach, oh. Ich sehe nichts. Jetzt lässt sie sich gerade herunter.
Lässt sie schon runter. Graf, holen Sie einen Besen, damit wir das liebe kleine Tierchen befreien können. Ja, ja, sofort, Frau Doktor. Aber kehren wir nun zu unserem Thema. Ich möchte ein Zitat von Charles Darwin reinführen. Es stammt aus seinem monumentalen Werk, Die Entstehung der Art. Ich bin die Vielfalt der Werbung im Tierreich dient letzten Endes nicht nur der Art, sondern auch der Entwicklung der Art. Ich möchte Ihnen jetzt dazu einige besonders prägnante Beispiele geben, über die wir ja... Kollegen, kennen Sie bereits? Jetzt zeige ich Ihnen Ihre Wirkungsstätte, die nicht umsonst den Namen Mommsen trägt, der ja ein Vorbild an guter Sitte und moralischer Sauberkeit ist. Bitte, Herr Doktor. Dankeschön. Bitte. Dr. Klimas! Herr Direktor? Mir fehlen die Worte! Herr Direktor, ich bin einem Anschlag der Schüler zum Opfer gefallen. Das ist ja unglaublich! Bitte. Bitte folgen Sie mir ins Lehrerzimmer, ja? Ich brauche Ihren Corpus als Delicti. Ich meine, ich brauche Sie als Corpus Delicti. Moment. Danke, lieber Herr Doktor, danke. Meine Damen und Herren, ein neuerlicher, unerhörter Vorfall. Bitte, drehen Sie mal um. Sehen Sie das mal an? Oh. Ach, ja. Runter. Nein, das tun. Ah, mein Lieb. Dr. Claire. Mein Lieb. Harry. Mein Lieblingskleid. Und selbst gehäkelt. Skandalös. Also hinten ohne ist ja auch mal ganz schick. Es war natürlich wieder diese entsetzliche 12a, die sich am Lehrkörper vergriffen hat. Das ist eine Verbrecherbande. Es gibt doch wohl noch Sittlichkeitsparagraphen. Ich erstatte Strafanzeige. Aber wozu denn die Aufregung? Betrachten Sie doch alles einmal vom modischen Standpunkt aus. Gestatten Sie, Moment mal. Also schauen Sie mal, was man aus diesem Kleid alles machen kann. Dazu bei der Figur. Also wirklich, einmal so. So wie die französischen Reitermittel. Und das wickelt man ein paar Mal herum. Wissen Sie, so wie ein englischer Hosenbandorden. Zweimal um den Kopf. Und das alles, das endet hier entzückend. Hören Sie endlich auf, an den Armen herumzubasteln, Herr Doktor. Es handelt sich hier schließlich um eine angetraute Frau. Letzten Endes. Verzeihung. Bitte, hier haben Sie das letzte Ende Ihrer Frau. Einsperren sollte man diese Bande oder verprügeln. Na, Professor Blaumeier, das ist leider nicht möglich. Ja. Aber ich ersuche Sie, andere drakonische Maßnahmen zu ergreifen. Natürlich bis zur Grenze des Erlaubten. Das scheint ja hier ein finsterer Laden zu sein. Mhm. Was ich Sie fragen wollte, tragen Sie auch Strickleine? Ja, aber nicht in der Schule. Sie sehen ja, was dabei herauskommt. Also, diese Sache hat ein Nachspiel. Ja, also... ziehen Sie sich aus, ich meine, ziehen Sie sich um und dann gehen Sie in Ihre Klasse, ja? Bitte. Herr Doktor, bedecken Sie Ihre Gattin. Ach ja, Herr Doktor Bach. Ja? Es ist mir besonders unangenehm, dass diese Missetat gerade heute am ersten Tag Ihres Hierseins... Also ich meine, ich kann Ihnen doch jetzt sehr schwer diese Klasse 12a anbieten. Das wäre doch eine Zumutung, aber nicht? Überhaupt nicht, ne? Ich mag schwierige Klassen. Ja? Aha. Nicht, also dann sei es drum. Zeigen Sie Ihnen die Zähne, greifen Sie... Zu? Nein, durch. Ja. Bitte. Ja. Na ja, so toi, toi. Dings, toi. Schon 5 Minuten drüber. Ja und? Wir haben den Anspruch darauf, dass die Deutschen pünktlich beginnt. Sauerei. Sei nicht zu ungeduldig, Pepe. Wir lernen den neuen Knaben noch früh genug kennen. Und lieben. Also den Unfug, den könnt ihr gleich mal sein lassen, ja? In Zukunft bleiben wir nämlich sitzen. Ich meine jetzt nicht zum Jahresschluss, sondern zur Begrüßung. Guten Morgen, Herrschaften. Guten Morgen. Wenn ihr mal sauer auf mich seid, könnt ihr auch ruhig den Mund halten. Und wenn einer von euch nicht gerne in die Schule gehen sollte, habe ich dafür vollstes Verständnis. Ich reiß mich auch nicht gerade um den Laden. Also Kinder, auf Verzeihung, meine Damen, meine Herren, mein Name ist Bach. Selbstauskunft, Vorname Peter, 38, ledig, Fächer Deutsch, Physik, Chemie, Hobbys, Fischen, Faulenzen, Wein trinken. Gibt es hier vielleicht irgend so was Ähnliches wie einen Klassensprecher? Ja, hier. Mein Name ist Nietnagel, Selbstauskunft, Vorname Pepe, 17, ledig, unschuldig. Frecher Hund, komm mal mit. Passen Sie auf, Pepe. Verteilen Sie das mal, ja?
Und Sie schreiben jetzt alle so eine Art Selbstauskunft, damit ich weiß, mit wem ich es überhaupt zu tun habe. Außerdem erwarte ich eine schriftliche Antwort auf die Frage, was lässt sich verbessern am Mommsen-Gymnasium? Bitte nehmen Sie sich kein Blatt vor dem Mund, die Sache wird ganz streng vertraulich behandelt. Die Ergebnisse besprechen wir dann heute Abend. Hm? Heute Abend? Wo? Oh, mein Gott, es wird doch irgendwo einen Laden hier geben, wo man sich ein bisschen gemütlich unterhalten kann. Hm? Ja, vielleicht in der Blauen Traube. Ah, klingt ganz gut. Also ich lade euch alle zusammen in die Blaue Traube ein. Heute Abend, Punkt 8 Uhr. Wir wollen doch schließlich mal meinen Einstand ein bisschen feiern. Applaus aus. So, und jetzt wird aber geschrieben. Ich gehe inzwischen meinem vierten Hobby nach. Nämlich spazieren. Der ist geimpft. Anders ist das gar nicht möglich. Abwarten. Ich finde ihn sehr sympathisch. Alles Masche, sage ich euch. Der ist echt. Als Frau spürt man das. Das ist eine dumme Gans. Bravo! Abwarten. Was ist es denn? Jetzt singen Sie mit mir Dartsen, Herr Doktor, weil das Lied ist von meinem böhmischen Heimat. Ah, Damenwahl. Moment einmal, das ist wahrscheinlich die Navratil-Rose aus Prag, ja. Ne? Die, was schon Jesus Maria dreimal sitzen geblieben ist. Oh nein, viermal, Herr Doktor. Oh, ich habe leider immer Unglück gehabt mit meiner deutschen Sprache. Aber ich sage bei Ihnen, ich bin sehr fleißig, Herr Doktor. Na, das will ich aber bitte schön hoffen. Setzen Sie sich doch, Rosa. Danke. Mein Gott, Böhmen, Böhmen, da gibt's doch die herrlichen Knödelitschki. Also mir rinnt schon das Wasser im Mund zusammen. Und dann Bobidl-Datschkan. Die Bobidl-Datschkan. Wie noch bei Österreich war, vor 50 Jahren, noch vor 50 Jahren, hat sich mein Vater geholt aus Brin, a echte Wienerin. Wenn Böhmen und auf Meeren nicht mehr zu uns gehören, so denken trotzdem viele Leute noch an die Zeit, wie noch ganz leicht um Mischel beim Zauner war in Ischl und halber Wien in Prag beim Katholikentag. Und jetzt, Rosa, jetzt machen wir schöne, böhmische zweite Stimme, ja? Ja. Wie oh, ist das schön, Österreich war, vor 50 Jahren hat sich mein Vater Jesus Maria geholt aus Brill, a echte Wienerin. Und noch einmal, ja! Hm. Woher haben Sie die Information, Herr Kollege? Das tut nichts zur Sache. Ich weiß nur, dass dieser Dr. Bach sich mit seiner gesamten Klasse betrunken hat. Nachts in einer Spelunke. Nein. Es ist getanzt worden. Lehrer und Schülerin. Haben Sie dafür noch Worte? Also wenn man so die Anordnung des Chefs befolgt, dann wird man auch uns weiterhin auf der Nase herumtanzen. Mir nicht. Ich setze mich durch auf meine Weise. Sehen Sie, die jüngste Lateinklassenarbeit, die lasse ich jetzt verschwinden. Ist mir so viel zu gut ausgefallen. Dann muss sie wiederholt werden, und zwar so lange, bis diese blöden Hunde, bis ihnen das passt. Ja, am Wasser, da haben Sie recht, am Wasser. Ja, aber die Berge sind doch viel billiger. Ich weiß, da in Tirol eine Pension, 12 Mark täglich, Herr Kollege, die Leute aus, also die Adresse müssen Sie mir sagen. Gerne, Herr Kollege, gerne. Und wie ist mit der Verpflegung? So. Naja, aber ob der Blaumeier da auch reinbläst? Natürlich, der ist doch neugierig wie ein altes Waschbeil. Setzen! Ich muss Ihnen mitteilen, dass die letzte Klassenarbeit aus dem Lateinischen leider verloren gegangen ist. Wir werden sie morgen wiederholen. Und zwar unter verschärften Bedingungen. Entschuldigen Sie vielmals, Herr Kollege. Ja, was ist? Das muss Ihnen gehören. Wie ihr? Es handelt sich hier um die Lateinarbeit der 12a.
Ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Das war reiner Zufall. Ich habe sie im Papierkorb gefunden. Ich danke Ihnen, Herr Kollege. Bitte, bitte. Offenbar hat sie da jemand weggeworfen. Schon gut. Wer hat denn die Flöte hierher gelegt? Das ist keine Flöte, Herr Professor. Natürlich ist das eine Flöte. Ich habe ja gleich gesagt, dass es keine Flöte ist, Herr Professor. Ich muss Sie um Aufklärung bitten. Entspricht es der Wahrheit, dass Sie mit Ihrer Klasse ein Zechgelage veranstaltet haben? Ja, also es wurden 128 Flaschen Cola getrunken, aber die Stimmung war toll. Also dann stimmt es auch, dass Sie mit Ihren Schülerinnen enge berühren. Sie ersparen mir wohl die Einzelheiten, ja? Ja, also eine tanzte hervorragend. Herr Dr. Bach, ich habe den Eindruck, dass Sie unser Gespräch nicht ernst nehmen. Doch, doch, natürlich. So, na bitte, dann sagen Sie mir, nehmen Sie Platz. Danke sehr. Was Sie zu Ihrer Rechtfertigung vorzubringen haben? Nichts. Wie? Das habe ich auch gar nicht notwendig. Bitte? Sehen Sie, ich bin... Ja, hoppala. Sehen Sie, ich bin der Meinung, dass man sich bei so einer Gelegenheit am besten mit den Schülern anfreundet. Na, ich glaube, ich höre nicht recht. Sie wollen sich mit diesen Elementen anfreunden? Ja. Und Sie werden lachen, Herr Direktor, es lohnt sich. Wirklich, ja. Ist doch schließlich auch unsere Aufgabe, oder? Ich finde es höchst bedenklich, dass ein Mann, der mir vom Ministerium in den höchsten Tönen gelobt wird... Ist aber nett, vom Ministerium. Aber so ein Ministerium kann sich auch mal ehren. In meinem Fall hat er sich Gott sei Dank jahrelang geirrt, ja. Vielleicht ist meine Versetzung hier ein neuerlicher Irrtum vom Ministerium. Herr Dr. Bach, Sie beängstigen mich. Das möchte ich natürlich unter gar keinen Umständen. Herr Direktor, wenn Sie mich jetzt entschuldigen wollen, ich muss mich den Elementen widmen. Wie wir in der letzten Stunde gehört haben, verdankten die Schweizer ihren Sieg in der Schlacht bei Sempach am 9. Juli 1386 einem Mann namens Nietnagel. Ah, ich wusste gar nicht, dass einer meiner Vorfahren... Sie sollen den Namen dieses Mannes nennen. Ach, Sie meinen den Winkelried. Jawohl, Arnold Nietnagel, Winkelried. Arnold Winkelried, Nietnagel, aus dem Kanton Unterwalden. Und wie wurde denn sein dieser Sieg ermöglicht? Fräulein Napradil? Hat er sie die Lanzen von den KMK österreichischen Ritter umgefasst und Prossim selber in Brust gestoßen? Aha. Und was rief er dabei aus? Au! Nein! Er rief, Eidgenossen! Na, na, na. Ah. Er rief? Welcher Idiot hat mir einen Tritt in den Hintern verpasst? Nicht! Sie erhalten einen strengen Verweis. Zudem werden Sie mir eine schriftliche, achtseitige Abhandlung über die Schlacht bei Sempach bis morgen abliefern. Mit Ihnen werde ich schon fertig. Das gibt eine Rache. Nicht gemein. Quatsch. Nun werd bloß nicht sentimental. Wir wollen die Pauke tanzen lassen. Oh, richtig. Hau ab. Sehr gut. Was ist aber nun, wenn keiner von den Paukern muss? Der Knörzerich muss bestimmt. Woher weißt du das? Ich habe ihm mein Apfelmittel in die Milch getan. Die Rache für die Strafaufgabe von gestern. Mach's gut. Ja.
Vielleicht sperrst du den Wagen ab, mein Lieb. Hast du die Dinger? Ja, aber nur zwei. Das waren die letzten. Das macht nichts, geht auch. Sieht ganz gut. Sind das Schabe. Was machst du mit der? Die behalte ich. Was denn, die Augen, mein Lieb? Ja, ganz plötzlich, Hasi. Vielleicht war auch die Forelle gestern Abend nicht gut. Sie schmeckt jedenfalls penetrant nach Fisch. Spaß? Also ehrlich gesagt, was Lustigeres wäre mir lieber. Aber das Lied steht nun mal im Lehrplan. Da hatten wir im Tuttelbach aber einen besseren Lehrplan. So? Ja, da haben wir nur lustige Lieder gesungen. Ach, und was denn zum Beispiel? Zum Beispiel das? Soll ich mal? Ja. Setzen Sie sich. Ich? Bitte. Klein sein, das ist schön. Groß sein, noch viel schöner. Gib ein großer einen Mark, kriegst du nur einen Zehner. Immer muss man tun, was Große sagen. Große brauchen nie die kleinen Fragen. Klein sein, das ist schön. Groß sein, noch viel schöner. Darum möchte man, wenn man klein, endlich größer sein. Will man einmal Fußball spielen gehen, muss man lernen und das ist nicht schön. Wird's am Abend gerade richtig nett, muss man immer gerade dann ins Bett. Klein sein, das ist schön, groß sein, noch viel schöner. Wie ein großer einen mag, kriegst du nun einen Zehner. Immer muss man tun, was Große sagen. Große brauchen nie die kleinen Fragen. Klein sein, das ist schön, groß sein, noch viel schöner. Darum möchte man, wenn man klein, endlich größer sein. Endlich größer sein. Endlich größer sein! So wurde in der Mitte des 16. Jahrhunderts die Konfession des Landesherrn maßgebend für seine Untertanen. Wer kann mir sagen, wann der Augsburger Religionsfriede geschlossen wurde? Niednagel. Ich staune. Also wann? 1555. Die Antwort war richtig. Aber nehmen Sie sich doch ein bisschen zusammen. Warum? Niednagel, das ist eine Rücksichtslosigkeit. Wenn Sie sich schon nicht zusammenreißen können, dann machen Sie es wenigstens leise. Was soll er leise machen, Herr Doktor? Wenn schon so etwas erörtert werden muss, das unanständige Geräusch war laut genug. Ja, nichts gehört. Dass hier ein unanständiges Geräusch war, halte ich für ein Latrinengerücht. Was ich gehört habe, habe ich gehört. Jetzt haben wir das Geräusch auch gehört, Herr Doktor. Der Friede war bedeutungsvoll für die rechtliche Anerkennung der
religiösen Spaltung Deutschlands. Ich schreibe an Bayer Leverkusen, dass das Abführmittel unfehlbar ist. Komm zu, Mann. Darf ich Sie was fragen? Ja, bitte. Es ist aber eine komische Frage. Na, schieß los. Wie alt sind Sie? 27. Warum willst du das wissen? Das geht ja noch. Sind Sie auch sonnig? Wie? Ich meine natürlich, ob Sie oft gut aufgelegt sind. Ja, ich denke schon. Vielen Dank für die Auskunft. Bitte sehr. Hier. So, ich glaube, das war's, ne? Aber Herr Doktor, in meinem Aufsatz steht ja gar keine Note drauf. Oh, ja, also die Noten, die gebt ihr euch halt mal selbst. Ist mal was anderes, ne? Ist doch nur zum Jux, oder? Nein. Also Selbstzensuren werden im Jahreszeugnis berücksichtigt. Ganz egal, ob ihr euch gerecht oder ungerecht beurteilt. Und wenn ich mir eine Eins gebe? Mein lieber Freund, lies erst einmal den Blödsinn, den du da geschrieben hast, gell? Dann reden wir weiter. Also Kinder, ich möchte die Arbeiten bis morgen wieder zurück. Ich habe da am Rand so ein paar Bemerkungen gemacht. Die könnt ihr als Anregung für die eigene Kritik nehmen. Mensch, Pepe, der traut sich was. So, Freunde, was machen wir jetzt? Es gibt eine Sache zu besprechen, Herr Doktor. Ja, was denn? Es ist üblich, dass die 12. Klassen jedes Jahr eine Schüleraufführung veranstalten. Ja, davon habe ich schon gehört. Was soll es denn sein? Wilhelm Tell, das ist maximal. Ja, das ist Schiller für Schüler. Ja, das ist die Tradition. Ja, leider. Wie sieht denn die Verteilung der Rollen aus? Bisher Reis vor Gessler, Nietnagel. Das ist eine hervorragende Besetzung. Wer spielt den Willi? Ich meine den Wilhelm Tell. Den haben wir noch nicht. Nein. Den könnten Sie eigentlich spielen. Ja. Oh ja, na gut. Aber ich bin ja noch nie nicht in der Schweiz gesehen. Da pfeift mir ja der Wind viel zu sehr durch die Löchli vom Emmentaler Käse. Genauso müssen Sie spielen, das ist die Schau. Oh ja, bitte machen Sie, müssen Sie so unbedingt machen. Ah, vielleicht könnte man das ganze Stück musikalisieren. Moment mal, da fällt mir ein Lied ein, das haben wir mal gesungen. Wie geht denn das nur schnell? Vielleicht kennt ihr es auch. Es fällt mir gleich ein. Auf der Stange hängt ein Hut, wenn man den nicht grüßen tut, kriegt der Gessler eine Wut und das tut nicht gut. Eines Tags, die Sonne schien hell, kam der Tell zu der Stell und grüßt nicht genügend schnell dieses Hutgestell. Da kommt der Gessler mit Getreuen, fängt an zu schreuen, du kannst dich freuen, das wirst du gleich am Kreuz bereuen. Das kostet dich sehr viel Geld, du Freiheitsheld, hallo. Und der Gessler wird sehr böse, schreit herum ganz nervös, legt dem Walter auf das Hirn eine Kaiserbirn. Da wird die Armbrust scharf geladen, man spannt den Faden, das kann nicht schaden. Tell sagt zum Gessler, euer Gnaden, nach diesem goldenen Schuss gibt's Birnenmus, hallo. Genau so müssen Sie es machen. Ja, aber genau so, natürlich. Kinder, ich habe eine fabelhafte Idee. Was haltet ihr davon, wenn wir morgen erst gar nicht mal in die Penne gehen, sondern gleich beginnen, dieses Stück zu probieren? Ja! Setzen! Wo ist die 12a? Ja, die ist nicht da. Das sehe ich. Ja, warum fragen Sie mich denn dann, Herr Professor? Ich will wissen, wo sie ist. Ja, der Herr Dr. Bach hat ihr freigegeben. Weshalb? Nur so wegen allgemeiner Unlust. Unlust? Das ist doch nicht möglich. Doch, das ist möglich, sonst wäre ich ja nämlich da, die 12a. Reihen Sie nicht so albern. Jawohl, Herr Professor. Was ist denn? Ach, sind doch so nett, wenn Sie mal einen Moment da halten, weil ich muss... Ja, meinetwegen. Ja, was ist denn, Herr Professor? Wissen Sie, mit der Elektrizität muss man vorsichtig sein. Ach. Das wird seine Folgen haben. Ja, aber ich hoffe doch nicht für Ihre Gesundheit, Herr Professor. Für diesen Dr. Bach. Ich gehe zum Direktor. Nein. Der ist heute nicht da. Dann also morgen. Morgen? Ja. Meine Damen und Herren des Lehrerrats, ich muss Sie zu strengster Geheimhaltung verpflichten. Von dem Inhalt dieses Gespräches darf nichts an die Öffentlichkeit kommen. Natürlich. Ich verstehe das nicht. Müssen wir eigentlich unbedingt wissen, was die Pauker quatschen? Natürlich, da ist bestimmt eine Sauerei im Gange, wenn Sie es so spannend machen mit einer plötzlichen Geheimsitzung. Geheim? Ja, der Bloch hat gesungen. Komm her. Geh's hoch. Schalt ein. Kurz und gut, meine Damen und Herren, es befindet sich ein Revolutionär in unseren Reihen. Ja, ein Verräter. Das ist doch nicht möglich. Wer kann denn das sein, Herr Direktor? Es handelt. Ja, immer zwei. Ja, immer zwei. Ja, immer zwei.
Gestatten Sie? Gerne. Danke. Gestatten Sie? Ja. Sie auch wollen Schuhmacher? Natürlich ja. Vielen Dank. Was darf ich bringen? Einen Tee, bitte. Mit Sahne oder Zitrone? Mit Sahne. Und der junge Herr? Ich hätte gerne eine Mohnkopfbeischale. Zu 3,20, bitte schön. Bitte. Entschuldigen Sie bitte einen Moment. Ja. Bach? Jan, was ist denn? Ich bin hier im Café Mohnkopf. Du weißt doch, wo das ist. Bitte, du musst mich auslösen. Ja, weil ich gemeint habe, dass ich meine 5 Mark dabei habe. Aber ich habe sie leider vergessen. Du kommst gleich? Danke. Juhu! Ja, bitte zahlen. Oh, da ist mein Onkel. Du, Peter, ich habe zufällig Fräulein Schumann hier getroffen. Fräulein Schumann, so ein Zufall. Na komm. Grüß Gott, Fräulein Schumann. Oh, guten Tag, Herr Dr. Bach. Aha, ja. Haben Sie womöglich jetzt für mich gezahlt? Ja. Das können wir nicht annehmen. Peter, von Schumann hat nämlich noch gar keinen richtigen Beruf. Was? Moment einmal, ich dachte, Sie... Nein, ich unterrichte nur aushilfsweise für den erkrankten Professor Hölz. Ach so. Ich studiere in Freiburg Musik. Ja, Fräulein. Ja? Eine Flasche Durbacher, gell? Ja, gut. Sie trinken doch ein Glas mit mir. Ach, eigentlich wollte ich... Nein, bitte, Sie müssen mir Gelegenheit geben, mich zu revanchieren. Oder dazu, wo Sie meinen Neffen liebenswürdigerweise eingeladen haben. Fräulein Schumann trinkt nur Tee. Hm? Er meint nämlich immer, dass alle so gern Wein trinken wie er. Er schreibt sogar ein Buch drüber. Ja, es ist schon recht. Dann sind Sie also nur zeitweilig in Baden-Baden? Ja. Und was machen Sie dann? Es könnte ja auch sein, dass Sie irgendwann mal heiratet. Vielleicht sogar hier. Daran habe ich wirklich noch nicht gedacht. Wird aber Zeit. Warum bitte? Für ein Mädchen ist besser, es heiratet, wenn es kein festes Einkommen hat. Du hör mal, kleiner Junge wie du hält einen Schnabel, bis er gefragt ist. Dann frag mich bitte. Nein. Nein, wirklich, Frau Schumann. Was wollen Sie denn mal werden? Pianistin. Pianistin. Mögen Sie Musik nicht? Doch, sehr, sehr. Nein, wirklich, wirklich. Aber das geklimpert den ganzen Tag noch. Ich danke vielmals. Das müssen Sie nicht ernst nehmen. Mein Onkel liebt klassische Musik. Erst vorgestern haben wir die ganze Walküre im Radio angehört. Ja, ja, ich habe geschlafen. Das stimmt nicht. Du hast eine Flasche Rotwein getrunken. Hm? Ja, das war die Walküre. Bei Tristan brauche ich 2. Ist ein bisschen länger. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht, dass jemand von Wagner nicht hingerissen ist. Das ist ein rührender Mensch, der sich selbst den Schlaf stellt, um ihn anderen zu schenken. Aber da lobe ich mal den guten Helmesberger, diesen hochbegabten Wiener. Ach, der hat doch nur bei Mozart geklaut. Na uns, noch besser gut geklaut, als schlecht komponiert. Sieh, da könnte ich Ihnen ein Beispiel in der Laufe in die Augen über. Sieg wäre doch ohne Wagner nicht denkbar gewesen. Bei der Kaiserhymne hat ja die dritte Klavierversion von Bach einfach... Aber nein, lesen Sie doch mal die Bücher über. Der habe ich gelesen. Der Beethoven, der hat zurückgegriffen beim Mozart, der Mozart hat zurückgegriffen beim Haydn. Das war eine Rückgreiferei, das hat überhaupt kein Ende genommen. Sag Jan, was machst du denn für ein grantiges Gesicht? Ja, weil ich nachgedacht habe über gestern. So geht man doch nicht mit einer Frau um. Was habe ich denn falsch gemacht? Zuerst sagt man einer Frau nur Dinge, die ihr gefallen. Und später? Ja, später, das ist was anderes. Da kannst du sagen, was du willst. Also pass auf. Vielen Dank für den Tipp. Guten Morgen. Morgen. Ich will versuchen, mich zu bessern. Danke. Es ist wirklich nett von Ihnen, dass Sie mich mitgenommen haben. Ich finde es nett, dass Sie mitgekommen sind. Liebesträume von dir sind schön, wenn sie mir in Erfüllung gehen. Zärtlich wird die Hand sein, die dich streichelt, wird der Blick sein, der dir schmeichelt, und der Kuss, der dich verwöhnt. In meinen Liebesträumen gehör ich dir. Schwöre ich dir.
die Wahrheit sie ein. Und dann werden die Träume mein Leben sein. Na, hat's geklappt? Alles okay, brauchst nur noch einzuschalten. Komm, hilf mir mal. Mhm. Er kommt. Er kommt. Setze! Ich sehe wieder eine Menge Schüler, die nicht anwesend sind, weil sie sich vor der Klassenarbeit im Lateinischen drücken. Sehen Sie mich auch, Herr Professor? Dumme Frage, aber natürlich. Ich bin nämlich anwesend, obwohl... Oh, haben Sie einen Verlust in der Familie zu beklagen? Nein, ich trage Trauer, weil wir uns mit einer toten Sprache beschäftigen müssen. Nicht, nein. Wenn Sie mit mir das Spiel treiben wollen, wer von uns beiden der Dümmere ist, garantiere ich Ihnen, dass Sie verlieren werden. Ich weiß, ich weiß. Nichts wissen Sie, das wird sich gleich erweisen. Aber seien Sie sicher, dass ich Sie genau beobachte, auch wenn ich Ihnen den Rücken zukehre. Meine Ohren reichen bis zum Hintersten. Da, verteilen Sie. Sie werden einen Abschnitt aus Caesars De Bello Civili ins Deutsche übertragen. Ich verlange die wortgetreue Übersetzung. Jegliche Fantasie wird in der Benotung unnachsichtig geahndet. Das denkt ihr, aber die Arbeit ist sowieso ungültig. Wieso? Weil wir zu wenig Zeit haben werden. Das verstehe ich nicht. Weil es zu früh läutet. Ah, das Tonbandgerät. Genau. Wenn ich dir ein Zeichen gebe, gehst du raus. Mhm. Das ist komisch. Was ist denn das für ein Geflüster? Ich will ab sofort absolute Ruhe hören. Ach, Herr Dr. Bach, gut, dass ich Sie treffe. Ich habe mit Ihnen etwas sehr Wichtiges zu besprechen. Bitte? Und zwar Folgendes. Diese Fernsehleute wollen doch also tatsächlich die Schüleraufführung von Wilhelm Tell übertragen. Nein. Ja, 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 ja. Und zwar wollen sie sie senden. Direkt so, wissen Sie, in der, meine, das, ich weiß nicht, wie man das technisch nennt. Das ist, live. Bitte? Live. Ja, so was haben Sie gesagt. Und da Sie doch die Sache leiten, möchte ich Sie bitten, machen Sie das nett. Ja, ja, ich tue das. Es könnte doch sein, ich werde das also Millionen von Zuschauern, die Schüleraufführung des Mommsen-Gymnasiums. Haben Sie verstanden? Ja, ja, Herr Direktor, Sie können sich da vollkommen auf mich verlassen. Habe ich mir gedacht, ja. Herr Professor? Ja, was ist denn? Etwas Menschliches. Na gut. Aber dass Sie mir draußen ja nicht das Lexikon benutzen. Ich habe zu diesem Zweck noch nie ein Buch zerrissen, Herr Professor. Ehrenwort. Meine schöne Arbeit. Was ist das für ein Lärm? Eine Unverschämtheit. Wie soll ich denn noch unterrichten? Es ist doch Pause, Frau Doktor. Wieso? Weil es geläutet hat. Ich habe nichts gehört. Es ist 9.45 Uhr. Die Pause beginnt um 10 Uhr. Die olle Zwiebel geht doch falsch. Sie ist ein Geschenk meines Mannes. Na, dann ist kein Wunder. Flegel. Sie haben mich rufen lassen. Herr Bloch, wo bleiben Sie so lange? Ja, ich war im Hof und habe Brot und Milch verkauft. Wie ist meine Aufgabe in der Pause ist? Eben nicht. Eben nicht? Ja, dann muss ich ein anderer um die Lebensmittel... Es ist noch keine Pause. Keine? Nein.
Ja, ich war doch im ersten Stock oben und habe es ganz deutlich klingeln gehört. Ja, das habe ich auch gehört, aber das war eben falsch. Und dafür sind Sie verantwortlich. Ich? Hm? Was ist das? Die Pause ist zu Ende. Nein, sie beginnt. Sie beginnt? Doch. Können Sie lesen? Ja. Na? Ja, wissen Sie, ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten mit meinem Kriegsleiden. Es ist 10, Bloch. Jetzt ist es erst 10 Uhr. Zuerst, ja. Herr Oberstudiendirektor, der Schüler Niednagel begehrt Sie zu sprechen. Sie soll nicht mehr begehrt sagen. Wie oft soll ich Ihnen das noch sagen? Was hat der Niednagel gesagt? Ist der Alte drin? Hm. Wohl wahnsinnig geworden. Ich habe das nur gesagt, weil ich so eine Sauwut habe. Mäßigen Sie sich. Jawohl, Herr Oberstudiendirektor. Aber doch nicht Sie, er. Verschwinden Sie. Ich denke gar nicht daran. Ich habe eine Beschwerde vorzubringen. Doch nicht Sie, er. Ich habe überhaupt keine Beschwerde vorzubringen. Das steht mir ja gar nicht zu. Trottel. Was? Doch nicht Sie, er. Er? Raus. Ich? Ja. Raus? Doch. Also, ja. Also, was haben Sie vorzubringen? Herr Professor Blaumeier hat uns für die lateinische Klassenarbeit nicht die vorgeschriebene Zeit gelassen. Das darf er gar nicht. Das ist ein Verstoß gegen den Erlass HL Römisch 3-92. Er hat einfach behauptet, es hätte geläutet und hat uns die Blätter weggerissen. So. Dabei haben wir uns so auf die Arbeit gefreut, weil wir so gut vorbereitet waren. Ich werde der Sache mal nachgehen. Danke. Raus. Ich glaube, es fängt bald an. Komm, mein Lieber. Ja, Hasi. Moment, bitte. Bitte sehr, vorsichtig, damit der Fernsehapparat vorbei kann, ja? Verzeihen Sie, Frau Oberbürgermeister. Bitte sehr. Ich glaube, Herr Oberbürgermeister, es wird eine sehr interessante Aufführung. Ich meine, die Proben fanden ja hinter verschlossenen Türen statt, aber ich habe nur das Beste gehört. Wie schön. Es ist doch ehrenvoll für Sie, dass gerade Ihre Schule für die Fernsehsendung ausersehen wurde. Sehr ehrenvoll, ja. Darf ich bitten? Gerne. Bitte sehr. Wie spät haben wir's? Gleich 9, warum? Warum, weil Pepe im Fernsehen auftritt. Ja. Da bitte, es hat schon angefangen. Ei, Vater, sieh den Hut dort auf der Stange. Ei, Vater, sieh den Hut dort auf der Stange. Ach, was kümmert uns der alte Hut? Ich sehe nicht hin, ich habe ein steif Genick. Komm, lass uns gehen. In des Kanzlers Namen, haltet an und steht. Was wollt ihr? Warum haltet ihr mich auf? Ihr habt dem Hut nicht Referenz erwiesen. Fort ins Gefängnis. Was? Fort ins Gefängnis! Den Vater ins Gefängnis? Ja. Hilfe! Herr Direktor, Sie sind... Ach so. Oh, Herr Oberbürgermeister, Fernsehen. Ach so. Das halte ich nicht mehr aus, Herr Kollege. Diese Schmähung eines Klassikers, diese Verunglimpfung der höchsten Güter der Nation. Du, tritt vor. Wer bist du und was hältst du diesen Mann? Gestrenger Herr, ich bin dein Waffenknecht. Und diesen Mann ertappte ich über frischer Tat, wie er dem alten Hut Ehrengruß gesagt hat. Eine eigenartige Interpretation. Verzeihen Sie, Herr Oberbürgermeister, das ist eben eine modernistische Auffassung. Man muss schließlich heutzutage mit der Zeit gehen, nicht? Aha, modernistisch. Ist das dein Knabe? Ja. Hast du der Kinder mehr? Zwei Knaben,
Sir. Wie heißen Sie? Hoss. Und dann diesen hier. Little Joe. Du bist ein Meister mit dem Colt, Ben Cartwright. Man sagt, du nimmst es auf mit jedem Schützen. Das ist wahr. Den Indianer schießt der Vater dir vom Baum. Auf 100 Schritt. Nun, Ben, wenn du den Roten triffst, vom Baum auf 100 Schritt, so wirst du deine Kunst vor mir bewähren müssen. Nimm deinen Colt und schieß mir dieses Ei. Vom Kopfe deines Knaben. Doch treffe gut, denn so du fehlst, bist du des Todes. Das Ei? I beg your pardon, Sir. Kann ich vielleicht zuvor ein Lied noch singen? Für die Freunde. Es sei gewährt. Was singt der Wilhelm Tell in der Schweiz Bonanza? Was singt der Hans und was singt auch der Franz da? Was kann da jede Kuh und jede Gans da? Ja, ne Bonanza, 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 Bonanza muss es sein. Yeah, di, juli, ohoro, da macht das Land ein Eck. Yeah, di, juli, ohoro, und der Tell ist weg. Was singt der Wilhelm Tell in der Schweiz Bonanza? Durch diese hohle Gasse, Ramseyers Weigograsse, Ramseyers Weigograsse. Oje, oje. Bonanza, 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 singt jeder in der Schweiz. Und nun der goldene Schuss. Hat 100 Punkte. Unsere Schule ist blamiert worden vor Millionen von Fernsehzuschauern. Skandal. Ich für meinen Teil streike. Ich unterrichte einfach nicht mehr. Machen Sie mit, Herr Kollege. Sie? Ja, das werde ich gern. Aber wir als Beamte, das Streikrecht ist uns ja leider versagt. Ja, das stimmt. Warum sprechen wir nicht zuerst mit dem Chef? Wer möchte mich sprechen? Herr Direktor, ja? Es geht um diese skandalöse Theateraufführung. Also ehrlich gesagt, ich war von der Darbietung... Nicht wahr? Sehr angetan. Aber das ist doch unmöglich, Herr Direktor. Ja, Sie müssen eben versuchen, modern zu denken. Haben Sie noch niemals etwas vom Umfunktionieren eines Werkes der Klassik gehört? Ich glaube, Herr Direktor. Ja, dann nehmen Sie sich bitte ein Beispiel an dem Dr. Bach. Morgen. Morgen, Herr Oberstudiendirektor Taft. Oh, Herr Niednagel. Lieber Herr Direktor, ich habe für Sie eine frohe Botschaft. Ja? Haben Sie schon wieder mit dem Kultusminister gesprochen? Nein, Herr Direktor, diesmal nicht. Ich rufe an im Auftrag meiner Freunde aus dem Aero-Club, nicht? Die alle ihre fabelhafte Fernsehsendung gesehen haben. Ja, hat es Ihnen gefallen? Mir? Oh, nur fabelhaft ausgezeichnet. Ja, wir sind ja alle so begeistert von dem modernen Geist und der Aufgeschlossenheit dieser Schule, dass wir Sie als deren Direktor bitten wollen, am morgigen Flugtag unser neues Segelflugzeug zu taufen. Ja, und zwar auf den Namen Wilhelm Tell. Danke, abziehen. Und so taufe ich dieses schöne Flugzeug auf den Namen... Wilhelm Tell! Herr Direktor, dürfen wir Sie bitten, einen Moment einzusteigen? Ja. Es ist für das badische Tag bitte. Zu liebenswürdig. Sehr nett. Herr Doktor, Sie auch, ja? Ja. Bitte kommen Sie. Ja. Muss das sein? Ja, Herr Doktor. Also dann. So. Sehr gut. Bitte hierher schauen, Herr Direktor. Danke. Lächeln. Danke. Und noch ein Foto. Was geschieht denn da? Kann da nichts passieren? Nein, Herr Direktor, es kann überhaupt nichts passieren. Ich habe alles glänzend durchorganisiert. Die Maschine kann ja starten, wenn ich es so mache. Er winkt. Ab. Halt! Komm wieder! Zurück, das war ein Missverständnis. Ich habe ja gar keine Lizenz. Ja? Können Sie fliegen? Keine Ahnung davon. Das ist ja entsetzlich. Da
eine Organisation. Und da kommen sie alle. Das ist ja furchtbar. Da muss eine Bremse sein. Nicht! Vorsicht, Herr Direktor, das ist eine Steuerknüppel. Wir müssen uns anschnallen. Anschnallen! Komm schon. Bring schon. Herr Doktor, ich sehe schwarz. Wie? Nein, das ist der Schwarzwald. Hier unten. Können wir aber nicht ran. Ist voller Bäume. Aber da ist eine Wiese. Nur nicht den Mut verlieren. Den Steuerknüppel nach unten drücken. Nicht zu viel. Mehr mit Gefühl. Gefühl. Vorsicht, da kommt. Umdrehen. Ich kann ja nicht sehen. Ich kann nicht sehen. Umdrehen! Herr Direktor, wir stürzen ab. Nein. Wir trudeln. Mir wird so schlecht. Kannst du das? Ja, schnell, komm her, schnell. Beeilen Sie sich. Herr Rektor, ja? Wir müssen aussteigen. Was, da runter? Ja, rauf geht's nicht. Ja, ohne Fallschirm? Sie haben einen hinten am Rücken. Da? Geht der von der Leine auf? Nein, da müssen Sie ziehen an der Leine. Gut. Herr Rektor, bitte ziehen Sie Leine. Ja, ich springe zuerst, ja? Bitte. Wenn Ihr Fallschirm nicht aufgeht, dann... Dann fange ich sie auf. Das ist lieb. Also los, Herr Direktor. Eins, zwei. Wo ist denn die Reißleine? Hier hinten hängt sie, Herr Direktor. Danke. Also dann. Sprung. Auf Wiedersehen. Vorwärts. Eins, zwei. Herr Direktor, ich komme. Vorsicht, Herr Direktor, bitte Vorsicht! Nicht zu wackeln! Ich wackele ja nicht, das ist der Ballon, der hat zu viele Löcher. Also ich weiß gar nicht, wie der ist, schwindelig. Herr Direktor, wie geht's? Abwärts, laufend abwärts. Und so wollen wir denn allesamt hoffen, dass der Segen von oben nicht ausbleibt. Tisch weg! Tisch weg! Gratuliere, Herr Direktor. Jetzt sind Sie auch mal geflogen. Unverschämt. Das ist so ein Glück. Ich sagte. Immer muss erst eine Katastrophe passieren, damit die Leute gescheit werden.